Herzlich Ministerialrätin Andrea Zender und Annika Blümel, Referentin im Referat der Wehrbeauftragten. Herzlich willkommen. Und Frau Högel hat das Wort und stellt den Jahresbericht vor. Einen schönen guten Tag und ganz herzlichen Dank, liebe Frau Buschow, für die Einladung hier zur Bundespressekonferenz und die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen den Jahresbericht 2023 vorstellen darf. Es ist der 65. Bericht. Ich grüße auch alle, die online dabei sind. Und zu Beginn der Hinweis, der Bericht und die Pressemitteilung sind jetzt auch auf unserer Homepage. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Soldatinnen und Soldaten sind Spitze. Auf unsere Bundeswehr ist Verlass. Und die Lage ist ernst. Frieden, Freiheit, Demokratie sind weltweit gefährdet. Und deshalb braucht es bestens aufgestellte Streitkräfte für glaubhafte Abschreckung und für wirksame Verteidigung. Unsere Soldatinnen und Soldaten wissen, worum es geht. Sie wissen, was ihr Auftrag ist. Und sie erfüllen diesen Auftrag jeden Tag professionell, engagiert, pflichtbewusst. Meine Damen und Herren, wir können stolz auf unsere Bundeswehr sein und wir können Ihnen sehr dankbar sein, unseren Soldatinnen und Soldaten. Im Jahr 2023 war die Bundeswehr wieder enorm gefordert. Die Unterstützung der Ukraine, Abgaben von Material, aber auch die Ausbildung ukrainischer Kräfte. 10.000 ukrainische Kräfte wurden im vergangenen Jahr ausgebildet von der Bundeswehr. Der Schwerpunkt lag auf der Landes- und Bündnisverteidigung mit der Präsenz an der NATO-Ostflanke, mit der schnellen Eingreiftruppe der NATO, der VGTF und auch mit den Anfängen der Aufstellung einer Brigade in Litauen. Und das internationale Krisenmanagement, nicht zu vergessen, das Ende des Mali-Einsatzes, die Evakuierungsoperation im Sudan und der Krieg im Nahen Osten in Israel. Bei all diesen Dingen ging es im Jahr 2023 darum, die volle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr herzustellen und unter Hochdruck die Rahmenbedingungen der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern. Material, Personal, Infrastruktur sind die drei Themen. Ein paar Zahlen vorab. Ich hatte im vergangenen Jahr 3.859 Vorgänge. Davon waren 2.423 persönliche Eingaben von Soldatinnen und Soldaten. Und wir haben 944 meldepflichtige Ereignisse bearbeitet. Die Zahlen sind wie im Vorjahr, also keine besondere Veränderung. Ich habe meine Truppenbesuche noch mal gesteigert. Ich war im vergangenen Jahr zu 90 Truppenbesuchen unterwegs bei der Truppe. Ich war 123 Tage unterwegs. Das ist ein wichtiger Teil meiner Aufgabe, reinzuhören in die Bundeswehr und mit Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Ich war in den Einsatzgebieten zu Beginn des Jahres in Mali, zum Ende des Jahres kurz vor Weihnachten in Litauen. Und ich habe auch in Auslandsdienststellen unsere Soldatinnen und Soldaten besucht, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA. Und ich war auf der Gorch Fock, als sie in Portugal waren. Ich danke an dieser Stelle ganz, ganz herzlich meinen Kolleginnen und Kollegen im Amt der Wehrbeauftragten, die den Jahresbericht erstellen mit mir gemeinsam, die meine Truppenbesuche vorbereiten und begleiten, die die Eingaben der Soldatinnen und Soldaten bearbeiten und die jeden einzelnen Tag die Anliegen der Soldatinnen und Soldaten im Blick haben und sich darum kümmern. Zu Beginn schon mal, was hat sich im Jahr 2023 getan? Wie stellt sich das dar? Ich fasse das zusammen in viel auf den Weg gebracht, viel verändert, viel verbessert. Vorschriften wurden angepasst, Verträge geschlossen. Das muss jetzt bei der Truppe ankommen und wirken. Und die Truppe ist zu Recht ungeduldig. Ich beginne mit Material. Ich muss leider feststellen, die Bundeswehr hat immer noch von allem zu wenig. Es fehlt an Munition, an Ersatzteilen, an Funkgeräten, es fehlt an Panzern, an Schiffen und an Flugzeugen. Aber, meine Damen und Herren, es geht voran. 55 sogenannte 25-Millionen-Vorlagen im Wert von 47,7 Milliarden Euro wurden vom Bundestag gebilligt, 20 davon aus dem Sondervermögen. Zwei Drittel des Sondervermögens sind mittlerweile gebunden. Das muss unter Hochdruck fortgesetzt werden und auch noch beschleunigt werden. Und wenn die Verträge geschlossen sind, dann heißt das, das Material kommt auch an. Und ich möchte noch mal positiv hervorheben, dass da sehe ich wirklich in leuchtende Augen von Soldatinnen und Soldaten. Die persönliche Ausstattung, die Kampfbekleidung, die Schutzausrüstung, die 2,4 Milliarden Euro sind gut investiertes Geld. Und diese Ausrüstung kommt im wahrsten Sinne des Wortes bei der Truppe an. Die Bundeswehr freut sich darüber.
Infrastruktur ist einer der drei Dauerbrenner. Das ist immer noch desolat. Ich führe das ja regelmäßig immer aus und es finden sich zahlreiche Beispiele im Jahresbericht. Es dauert zu lange, neu zu bauen und zu sanieren. Es gibt zu komplizierte Verfahren und zu wenig Personal. Wir haben immer noch einen Investitionsbedarf von 50 Milliarden Euro und es geht um rund 7.000 Bauvorhaben, Unterkünfte, Truppenküchen, Sportanlagen, Munitionslager, Waffenkammer. Ich will aber auch etwas positiv sagen. Der Minister hat gerade erst eingeladen zu einer Fachkonferenz Infrastruktur, um zusammen mit den Bundesländern, die für das Bauen für die Bundeswehr verantwortlich sind, einen Aktionsplan auf den Weg zu bringen und das Thema Infrastruktur voranzubringen. Zum Thema Personal habe ich keine guten Neuigkeiten und keine guten Botschaften, denn die Bundeswehr altert und schrumpft. Wir hatten zum Jahresende 181.514 Soldatinnen und Soldaten, davon 24.380 Frauen. Das sind 13,43%. Ich will ausdrücklich positiv hervorheben, dass das Thema Personal ganz deutlich auf der politischen Agenda angekommen ist, im Ministerium bei den Abgeordneten der militärischen Führung und die Taskforce Personal 60 sehr gute Maßnahmen vorgeschlagen hat. Aber ich habe 5 negative Punkte mitgebracht. Ich habe schon gesagt, die Bundeswehr altert und schrumpft. Wir hatten identisch viele Bewerbungen und genauso viele Einstellungen wie im Jahr 2022. Das ist zu wenig. Es braucht dringend einen Aufwuchs beim Thema Personal. Und das führt dazu, dass im Jahr 2023 weniger Soldatinnen und Soldaten waren als im Jahr zuvor. Die Abbruchquote liegt immer noch bei über 20%. Das ist zu viel. Das muss deutlich reduziert werden. Über 20.000 Stellen sind weiterhin unbesetzt. Das sind 17,6%. Das ist zu viel. Und wir sind mittlerweile beim Durchschnittsalter von 33,8 Jahren. Zum Thema Frauen. Wir haben, das ist der 5. Punkt beim Thema Personal, wir haben kaum Veränderungen im Bereich Frauen. Wir haben zu wenig Frauen bei der Bundeswehr. Die Quote beträgt 15%. Wir sind bei 9,68% ohne die Sanität. Das ist zu wenig. Das muss mehr werden. Und meine Damen und Herren, wir haben keine Verbesserung bei den Führungspositionen. Ich habe exakt dieselben Zahlen, die ich im Jahresbericht 2022 hatte. 10 Frauen oberhalb und gleich B3, 37 Frauen in der Besoldungsgruppe A16, ganze 3 Frauen außerhalb der Sanität, 2 Frau Oberst, 1 Frau Kapitän zur See. Das muss vorangehen, es muss besser werden im Bereich von Frauen. Kurz zum Thema innere Führung. 2 Themen, die im Jahresbericht natürlich wichtig sind. Rechtsextremismus, keine wesentliche Veränderung zum Vorjahr. Wir haben 204 meldepflichtige Ereignisse. Positiv hervorzuheben, der neue Entlassungstatbestand für Soldatinnen und Soldaten, die nicht auf dem Boden der Verfassung stehen. Und ein sehr ernstes Thema, meine Damen und Herren, ist weiterhin das Thema sexuelle Übergriffe. Ich habe das beim letzten Jahresbericht schon hervorgehoben. Wir haben noch mal wieder einen Anstieg. Wir hatten 385 meldepflichtige Ereignisse, 49 Eingaben. Das ist zu viel. Es muss eine klare rote Linie geben. Ich begrüße aber, dass das Ministerium jetzt eine neue Dienstvorschrift herausgegeben hat, Sexualität und sexuelles Fehlverhalten. Das wird hoffentlich eine gute Handlungsanleitung sein zum Umgang mit diesem sehr wichtigen Thema und dazu die Fälle auch zu reduzieren. Ganz kurz 2 Höhepunkte des Jahres 2023. Mein persönlicher Höhepunkt waren die Invictus Games in Düsseldorf. Und ich begrüße besonders, dass es gelungen ist, das Thema Veteranen, Verwundung und Verletzung im Einsatz auf die Tagesordnung zu setzen. Und das Jahr 2023 wurde auch geprägt durch das Ende des Einsatzes in Mali. Ich war am 15. Dezember in Wunsdorf sehr dankbar, dass alle unsere Soldatinnen und Soldaten zurückgekommen sind. Ich hoffe, sie sind auch heil und unverletzt und unbeschadet zurückgekommen. Das ist eine Zäsur im internationalen Krisenmanagement und ich fordere deshalb auch diesen Einsatz sorgfältig zu evaluieren hinsichtlich der Ziele und der Strategien. Mein letztes Stichwort für das Jahr 2023, und das ist sozusagen die rote Linie durch das ganze Jahr, ist das Stichwort Belastung. Ich habe es eben schon gesagt, unsere Truppe ist enorm gefordert. Fehlendes Material, unbesetzte Dienstposten, marode Infrastruktur, das stresst die Truppe. Und deswegen habe ich 4 Punkte, die zum Thema Belastung sehr wichtig sind. Erstens, es müssen auch mal Aufgaben reduziert werden. Die Bundeswehr bekommt immer mehr Aufträge und erfüllt sie auch, aber es muss auch mal etwas reduziert werden. Die Truppe leidet und ächzt unter Bürokratie. Das heißt, Bürokratie muss abgebaut werden und in der Kombination Digitalisierung deutlich beschleunigt werden. Und mein 4. Punkt, was
zum Stichwort Belastung getan werden muss. Unsere Soldatinnen und Soldaten erfüllen ihre Aufträge herausragend. Aber sie tun das nicht allein. Deswegen müssen die Familien unterstützt werden, denn sie stehen an der Seite unserer Soldatinnen und Soldaten. Mein Fazit: Es ist viel auf den Weg gebracht worden im Jahr 2023. Wir sind noch nicht am Ziel. Es braucht eine vollständig einsatzbereite Bundeswehr. Das muss weiterhin eine Kraftanstrengung sein. Und unter Hochdruck muss die Bundeswehr gut aufgestellt werden. Und ich hoffe natürlich, dass mein Jahresbericht wieder ein Impuls ist, weiter an den Verbesserungen zu arbeiten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Danke soweit. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Es hatten sich schon einige gemeldet. Der erste war Herr Lehmann. Frau Högl, Lehmann, Polsatnik aus der polnischen Nachrichtensender. Sie haben schon mehrmals gesagt, dass in Bundeswehr muss man mehr investieren und diese 100 Milliarden Euro sind zu wenig. Gestern kam ein Vorschlag von dem polnischen Präsidenten, der gerade nach Washington reist, dass alle NATO-Länder sollen mehr, und zwar 3% Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung investieren. Ist das für Sie überhaupt realistisch? Und ob diese 2%, die Deutschland jetzt erreicht, sind nicht zu wenig? Als Wehrbeauftragte äußere ich mich nicht zu den Details der Haushaltsaufstellung. Das liegt im Deutschen Bundestag, auch die Regierung, die einen Vorschlag macht, und auch die Verhandlungen im Rahmen der NATO. Aber ich sage so weit, so viel dazu. Ich habe ja gesagt, es geht darum, vollständig einsatzbereite Bundeswehr aufzustellen. Und das wird auch weiterhin viel Geld kosten. Und das betrifft natürlich alle Länder in der Europäischen Union und auch in der NATO. Und es wird in diesen Kreisen darüber nachgedacht, ob man an dem Ziel etwas verändern muss, wie man es schafft, dass die Haushalte entsprechend genügend Geld für die Streitkräfte bereithalten. Ich kann nur sagen, die Bundeswehr braucht dieses Geld und es ist gut investiertes Geld in Frieden und Freiheit. Herr Becker, auf der von uns aus gesehen rechten Seite, hat die nächste Frage. Ja, vielen Dank. Frau Högl, der Verteidigungsminister spricht immer davon, dass wir kriegstauglich werden müssen. Wie kriegstauglich ist die Bundeswehr bei all den Mängeln, die Sie aufgezählt haben? Und zweitens, im Bericht steht drin, dass die Bundeswehr die Ukraine umfassend unterstützen möchte. Was verstehen Sie unter umfassend? Können Sie das ein bisschen konkretisieren, bitte? Selbstverständlich. Also zunächst einmal, unsere Bundeswehr ist in der Lage, Bündnis- und Landesverteidigung zusammen mit unseren Partnern zu gewährleisten. Überhaupt keine Frage. Aber ich sagte ja schon, wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben noch nicht vollständig einsatzbereite Streitkräfte. Die Bundeswehr braucht noch mehr. Sie braucht mehr Personal, das habe ich ausgeführt, und auch mehr Material und eine bessere Infrastruktur. Das heißt, es gibt noch einen ganz enormen Handlungsbedarf. Und das Ziel hat der Minister mit dem Wort kriegstauglich umschrieben. Das ist genau das Ziel. Ich nenne es vollständige Einsatzbereitschaft. Aber das ist deckungsgleich. Und zu dem Thema Unterstützung der Ukraine, da leistet die Bundeswehr seit 2 Jahren Herausragendes. Denn die Abgaben von Material führen ja dazu, dass die Bundeswehr selber noch weniger hat. Sie hat ohnehin zu wenig von allem. Und seitdem sie abgibt, seit 2 Jahren, auch noch weniger von dem dringend benötigten Material. Das ist eine wirkliche Leistung. Dann habe ich darüber gesprochen, dass ukrainische Kräfte ausgebildet wurden. 10.000. Das ist auch eine ganz enorme Leistung unserer Bundeswehr. Und die massive Präsenz an der NATO-Ostflanke seit dem 24. Februar 2022 ist eine enorme Aufgabe. Und vielleicht darf ich anlässlich Ihrer Frage auch noch mal sagen, dass ich das sehr klasse finde und sehr beeindruckend, dass unsere Soldatinnen und Soldaten alle, wirklich, ich habe da nie Zweifel dran, formulieren, dass es absolut zu ihrem Auftrag gehört und sie da 100% dahinter stehen, dass die Ukraine unterstützt wird. Und auch wenn das bei ihnen Lücken reißt in den Materialbestand oder Ausbildungskapazitäten dafür vorgesehen sind für die Ukraine, das finde ich wirklich beeindruckend und deswegen freue ich mich darüber, dass die Bundeswehr das auch klar als ihren Auftrag ansieht. Herr Drebes hat die nächste Frage. Ja, Frau Högl, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal auf das Personalproblem zu sprechen kommen. Und zwar gibt es ja die Überlegungen, dass man die ausgesetzte Wehrpflicht wieder reaktiviert mit Blick auf das schwedische Modell, was der Minister schon gesagt hat, dass er da ein gewisses Faible für hat. Wie sehen Sie das? Und was sagen Sie zu der Frage, ob man vielleicht auch ausländische Staatsbürger in den Dienst der Bundeswehr stellen könnte, sollte?
Ja, zum Thema Wehrpflicht freue ich mich ja, dass die Debatte Fahrt aufnimmt. Der Bundespräsident ist ja auch hartnäckig dabei, immer wieder ein Ja für die Gesellschaft zu fordern. Der Bundesminister schaut sich in Skandinavien um und befürwortet auch eine Wehrpflicht nach beispielsweise schwedischem Modell. Und von mir ist, glaube ich, auch bekannt, dass ich das für eine sehr gute Idee halte. Die alte 2011 ausgesetzte Wehrpflicht möchte niemand zurück. Das wäre nicht zeitgemäß, sondern ein modernes Konzept, ein Gesellschaftsjahr, das auch in anderen Bereichen absolviert werden kann, Soziales, Kultur, Umwelt und eben auch bei der Bundeswehr, bei dem auch nicht komplette Jahrgänge eingezogen werden müssen und vor allen Dingen nicht nur junge Männer, sondern auch Frauen diese Möglichkeit bekommen. Das hielte ich für eine wirklich gute und auch dringend notwendige Überlegung. Und ich würde gern davon wegkommen, dass man nur Ja oder Nein sagt, sondern jetzt mal über moderne Konzepte diskutiert. Und in diese Richtung werbe ich auch dafür, die Debatte fortzuführen. Ich habe das wahrgenommen, dass die Taskforce Personal ja in ihren Themenspeicher das Thema Soldatinnen und Soldaten ohne deutsche Staatsangehörigkeit aufgenommen hat. Ich gehe davon aus, dass das Thema nur sehr langfristig auch zu diskutieren ist, denn das muss man wirklich sorgfältig angehen. Unsere Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr, ist ja seit ihrer Gründung ganz eng verknüpft mit der deutschen Staatsangehörigkeit, mit dem Thema Staatsbürger, Staatsbürgerin in Uniform. Deswegen bin ich auch deutlich zurückhaltend. Ich glaube, dass es aber eine gute Idee wäre, zu überlegen, dass diejenigen, die lange bei uns leben, bestens integriert sind oder auch EU-Staatsangehörige, das vielleicht in Betracht kommen. Ich sage aber mal deutlich, ganz vorsichtig, ganz langfristig. Und ich erhoffe mir davon nicht die Lösung des Personalproblems, das die Bundeswehr gegenwärtig hat, sondern das werden sicherlich auch nur wenige sein. Aber ich begrüße, dass das im Themenspeicher der Taskforce Personal ist und freue mich auf die weitere Diskussion darüber. Nur eine Nachfrage zum Thema Wehrpflicht. Sie sagten, das muss jetzt überlegt werden und so weiter. Wann muss das denn dann aber umgesetzt sein und entschieden sein aus Ihrer Sicht? Wann braucht es da sozusagen die Umsetzung? Ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn wir noch in dieser Legislaturperiode eine Diskussion über mögliche Konzepte bekämen. Ich hatte ja mal vorgeschlagen, einen der Bürgerräte, soll ja noch weitere geben. Es gab bisher einen zur Ernährung, einen der Bürgerräte dafür zu nutzen, um mal eine offene Diskussion zu ermöglichen. Und ich rechne nicht damit, dass noch in dieser Legislaturperiode ein fertiges Konzept steht und dann vom Deutschen Bundestag beschlossen wird. Aber ich könnte mir wirklich eine Diskussion vorstellen, dass die Zeit genutzt wird, um mal etwas substanzieller zu überlegen, was wäre denn realistisch, was würde zur Lage passen, was würde zu Deutschland passen, was wäre umsetzbar. Denn es braucht ja auch eine Verwaltungsstruktur und das muss ja auch alles aufgebaut werden. Aber wenn wir vielleicht am Ende der Legislaturperiode so etwas wie ein grobes Konzept hätten, was dann in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden könnte, würde mich das sehr freuen. Herr Busch hat die nächste Frage. Danke. Großes Problem ist ja seit Jahren auch das Beschaffungswesen. Da hat man immer das Gefühl, das ist irgendwie ein Naturgesetz, dass das nicht so richtig reformierbar erscheint. Ist da aus Ihrer Sicht im letzten Jahr was vorangegangen und sind das auch Themen, die bei der Truppe direkt ankommen? Das ist ein sehr wichtiges Thema, denn ich hatte das ja auch im letzten Jahr schon deutlich ausgeführt. Das Stichwort ist Beschleunigung. Es gibt keine Zeit dafür, Dinge so langsam voranzubringen, wie das vielleicht zu anderen Zeiten vor der Zeitenwende der Fall war. Also es braucht dringend Beschleunigung bei der Beschaffung. Und der Bundestag hat bereits im Jahr 2022 ein sogenanntes Bundeswehr-Beschaffungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Das ist ein Wortungetüm, da stehen aber viele wichtige Dinge drin, die auch zu einer deutlichen Beschleunigung bisher schon geführt haben. Also beim zuständigen Bundesamt in Koblenz und den beteiligten Stellen, aber auch im Deutschen Bundestag. Ich habe das ja eben kurz vorgetragen, die Zahl. Es gab 55 sogenannte 25-Millionen-Vorlagen im Wert von 47,7 Milliarden Euro. Das ist ganz enorm. Das heißt, alle Beteiligten sehen ihren Auftrag jetzt auch darin, die Beschaffung deutlich zu beschleunigen. Und deswegen konnte ich ja auch verkünden, dass zum Jahresende 2/3 des Sondervermögens bereits gebunden sind. Das sind grundsätzlich gute Nachrichten. Aber ich habe auch gesagt, und ich wiederhole das nochmal, die Truppe ist zu Recht ungeduldig. Und die Beschaffungen dauern ja jahrelang, die Produktion aber auch. Die Industrie muss ja Produktionskapazitäten hochfahren. Das heißt, wir haben immer noch Bedarf an Beschleunigung und Vereinfachung von Verfahren. Herr Stuchlik, auf der von uns aus gesehen rechten Seite, wo ich das Mikro schlecht sehe, das Weiße. Ja.
Ich lese ja eine erhöhte Zahl von Investitionsbedarf auf den gesamten Teilen der Bundeswehr. Das wird ja im Prinzip darum gehen, noch mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben. Mit was für einer Begründung würden Sie denn nach vorne gehen, um zu sagen, wir müssen an anderen Stellen sparen, wir brauchen an anderen Stellen weniger Geld und für die Bundeswehr mehr? Allein für die Kasernen, Sie haben es ja gesagt, sind das über 50 Milliarden. Und wenn man sich das andere noch draufrechnet, kommt da noch eine erkleckliche Summe an Geld dazu. Oder würden Sie sagen, man bräuchte ein neues Sondervermögen, um die Bundeswehr wirklich in einer absehbaren Zeit wehrfähig zu machen? Ich will vielleicht noch mal hervorheben, wofür es mehr Geld braucht. Ja, es braucht vor allen Dingen mehr Geld für den laufenden Betrieb, denn die ganzen Beschaffungen, die jetzt auf den Weg gebracht wurden, das Material, das zuläuft, auch die Bedarfe im Bereich Personal und Infrastruktur, das braucht weiterhin viel Geld, aber auch Investitionen. Wir müssen ja weiterhin für die Bundeswehr Material beschaffen, auch weitere Stellen schaffen, damit der Aufwuchs auch möglich ist. Das heißt, ich wiederhole das noch mal, das ist wirklich gut investiertes Geld in Frieden und Freiheit, in vollständig einsatzbereite Bundeswehr. Und Herr Stuchlik, ich mische mich nicht ein in die Debatte darüber, wo soll das Geld herkommen oder was braucht es dafür. Da gibt es ja viele Ideen. Ich spreche für die Bundeswehr und vertrete die Interessen auch unserer Soldatinnen und Soldaten. Die brauchen dieses Geld. Und es ist dann natürlich Aufgabe der militärischen Führung, des Ministeriums, der Bundesregierung und letztendlich des Deutschen Bundestages zu schauen, wie man dieses Geld bereitstellt, wie das auch in der Abwägung ist. Es muss ja viel finanziert werden. Wir müssen investieren in den Klimawandel, in den sozialen Zusammenhalt, in Bildung, in Digitalisierung. Das wird noch eine ganz schöne Mammutaufgabe. Und da mischt sich die Wehrbeauftragte nicht ein, denn das ist die ureigene Aufgabe der letztendlich des Deutschen Bundestages, für den ich ja arbeite. Herr Fitzthum in der Reihe davor. Es gab ja unlängst den Abhörskandal bei der Bundeswehr. Ich weiß nicht, ob Sie nach diesem Skandal noch Truppenbesuche erledigt haben. Ich wollte an Sie die Frage richten, ob sich die Soldaten auch bewusst sind, dass sie möglicherweise Ziel von solchen Spionageaktionen werden könnten, ob das ein Thema ist unter den Soldaten. Und zur Litauen-Brigade, das ist ja eine riesige Aufgabe, die da geschultert werden muss, 5000 Soldaten, haben Sie das Gefühl, das ist ausreichend politisch tatsächlich untermauert, dass da quasi eine ganze Kleinstadt umziehen muss mit Sack und Pack und Frau und Kindern? Und wann rechnen Sie damit, dass das wirklich an den Start gehen kann? Ja, zunächst mal zum Abhören des Gesprächs von Luftwaffenoffizieren zum Thema Taurus. Ich war während dieser Zeit in Nordnorwegen und habe mir die Übung Nordic Response angeschaut, zusammen mit meinem niederländischen und norwegischen Kollegen. Und da waren die Soldatinnen und Soldaten, die ich getroffen habe, voll fokussiert auf diese wichtige NATO-Übung. Und wir haben uns nicht über diese Abhöraktion unterhalten. Deswegen habe ich jetzt keinen direkt danach einen Kontakt zu diesem Thema mit der Truppe gehabt. Aber ich darf Ihnen sagen, dass bei all meinen Truppenbesuchen das Thema Spionage, sichere Kommunikation, im Übrigen immer gepaart mit der Forderung, auch die entsprechende Technik zu haben, Gegenstand der Diskussion ist. Das habe ich häufig in den Gesprächsrunden, gerade auch in den Bereichen, die mit sensiblen Themen zu tun haben, beschäftigt das die Soldatinnen und Soldaten sehr. Deswegen habe ich mir erlaubt, den Fall zum Anlass zu nehmen, nochmal zu sagen, alle müssen gut geschult werden und es braucht auch die technischen Voraussetzungen, um entsprechend gewappnet zu sein für Spionage und beziehungsweise besser für die Abwehr von Spionage. Zum Thema Litauen-Brigade. Das hat der Minister ja Ende Juni 2023 angekündigt. Da war ich auch gerade im Ausland unterwegs, in Frankreich, und habe direkt reingehört in die Truppe, wie das ankommt. Und ich kann Ihnen sagen, seitdem sind die Soldatinnen und Soldaten sehr aufmerksam, aber grundsätzlich positiv, was die Aufstellung einer Kampfbrigade in Litauen angeht. Also es gibt keine negative Stimmung da in der Truppe, aber man ist insofern sehr aufmerksam, wie die Rahmenbedingungen sein werden. Also wie wird es sein mit der militärischen Infrastruktur, mit der zivilen Infrastruktur, mit mitreisenden Familienangehörigen, mit Schulen, mit der Verpflegung. Wie wird es auch finanziell vergütet? Was ist es mit Ausstattung? Gibt es Vollausstattung? Wie ist der konkrete Auftrag? Und wer geht dann letztendlich nach Litauen? Der Minister hat ambitioniertes Ziel gesetzt. Er hat gesagt, möglichst viele freiwillig. Das heißt, es wird von den Rahmenbedingungen abhängen. Und Sie haben gefragt nach der politischen Unterstützung. Da nehme ich wirklich wahr, dass es politisch
sowohl in der Bundesregierung, was ich wahrnehme, als auch im Deutschen Bundestag sehr gut unterstützt wird. Aber es wird jetzt auch im nächsten Bundeshaushalt darum gehen, diese Brigade Litauen auch finanziell entsprechend abzusichern. Das ist auch ein Auftrag. In der Liste geht es weiter bei Herrn Schmidt. Ja, vielen Dank. Frau Högel, Sie haben eben schon das Stichwort genannt, wo ich noch ein bisschen nachfragen wollte. Hier hinten, ach, alles klar. Drüben. Genau, nämlich die Vollausstattung respektive auch die digitale Vollausstattung. Sie haben das Stichwort DLBO in Ihrem Bericht auf jeden Fall mit erwähnt und die Schwierigkeiten nicht nur mit den Funkgeräten. Da würde ich Sie gerne fragen in dem Kontext angesichts dessen, was sich in der Ukraine zeigt. Digitale Möglichkeiten, Abhörsicherheit spielt ja auf dem Gefechtsfeld im Zweifel eine wesentliche Rolle heutzutage. Was spiegeln Ihnen die Soldaten an der Stelle und woran liegt es, dass wir da sind, wo wir sind? Ich fange mal damit an, woran liegt es, dass wir da sind, wo wir sind, weil in der Vergangenheit nicht genügend investiert wurde und weil die Verfahren auch bei der Beschaffung von allem, was es zur besseren Digitalisierung braucht, deutlich zu lange dauern und die Beschaffungsprozesse viel zu behäbig sind. Wir befinden uns bei der Bundeswehr zum Thema Digitalisierung nicht im Jahr 2024 und wir befanden uns auch, wir sprechen ja über den Jahresbericht 2023, auch nicht im Jahr 2023. Bei der Bundeswehr ist vieles noch absolut nicht so, wie es sein müsste, was Digitalisierung angeht. Die Bundeswehr hat beispielsweise keine elektronische Gesundheitsakte. Die Akten werden von A nach B geschickt und kommen manchmal auch nicht an. Wir haben keine Online-Sprechstunden flächendeckend, keine Online-Terminvergaben. Wir haben keine elektronische Arbeitszeiterfassung. PDFs werden ausgedruckt und von A nach B gefaxt. Ja. Und wenn Sie das Thema Funkgeräte ansprechen, sind unsere Soldatinnen und Soldaten nicht führungsfähig und nicht kommunikationsfähig im internationalen Kontext. Das muss dringend verändert werden. Da braucht es wirklich große Investitionen, aber auch eine Beschleunigung der Prozesse. Wir müssen da auf Stand sein. Und das ist besonders wichtig jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund der Informationsangriffe, der Angriffe auf unsere Informationen und unsere Kommunikation. Das spüren wir jetzt gerade ja auch, wie ernst das ist. Und auch da müssen wir im Bereich von Spionage, Abwehr, müssen wir auch noch besser werden. Also ich sage nochmal, da muss investiert werden. Und wir haben auch keine Zeit, das muss schnell gehen. Eine Nachfrage dazu, wenn ich darf. Dieses Thema der Abhörsicherheit ist ja eines, was bei der Bundeswehr schon sehr lange da ist. Jetzt haben führende Offiziere, führende Angehörige der Bundeswehr offenkundig, ich sag mal, Probleme damit gehabt, das richtige System zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Thema einzusetzen. Ist das etwas, was insgesamt in der Bundeswehr aus Ihrer Sicht problematisch ist, das Bewusstsein dafür, wann Geheimschutz wie herzustellen ist? Die Soldatinnen und Soldaten werden immer sensibilisiert. Das macht der militärische Abschirmdienst. Das ist Aufgabe und Auftrag des BAMATS. Und das erfolgt auch. Aber offensichtlich gibt es dann doch noch an der einen oder anderen Stelle nicht die nötige Sensibilität. Oder der Minister hat es ja dargelegt, es war ein individueller Anwenderfehler. Jetzt muss man natürlich noch mal unter Hochdruck diese Sensibilisierung hochfahren. Ich hatte das ja auch erwähnt, dass ich das für sehr wichtig halte, alle zu schulen, ohne Ansehen der Person oder des Dienstgrades, zivile wie militärische. Denn die Lage ist wirklich ernst und wir müssen uns wappnen gegen solche Übergriffe und Angriffe. Auf der Liste, der nächste Kollege ist in der Mitte. Ich weiß seinen genau. Vielen Dank, Andreas Super, ZDF. Hallo, Frau Högel. Zwei Fragen hätte ich, und zwar, Sie haben das Material angesprochen, das abgegeben wurde, da mangelt es jetzt. Können Sie mal aus dem Nähkästchen plaudern, was Sie da besonders erschüttert hat? Also wo war die Not besonders groß an abgegebenem Material? Und meine zweite Frage wäre zum Personal. Da braucht es natürlich auch Geld, muss in die Hand genommen werden. Die Bundeswehr konkurriert mit der freien Wirtschaft. Aus Ihrer Sicht, wie soll denn da gerade diese Mordsaufgabe geschultert werden? Was kann, was muss getan werden, damit wieder genügend Personal zur Verfügung steht? Vielen Dank. Also am meisten schmerzt natürlich die Abgabe von großem Gerät. Aber ich sage es nochmal, die Soldatinnen und Soldaten, die das betrifft, die klagen nicht, sondern die finden das richtig und wichtig. Aber wenn sie in einem Panzerbataillon sind, wo gerade die Leoparden abgegeben wurden in die Ukraine, in den Kampf dort, oder wenn sie bei der Artillerie sind
und die Panzerhaubitze ist nicht mehr da, dann schmerzt das, weil das dann auch die eigene Einsatzbereitschaft natürlich reduziert oder sogar gefährdet. Denn dann kann in dem Umfang wie nötig nicht mehr Ausbildung gemacht werden, es kann nicht geübt werden, weil das Gerät nicht da ist. Deswegen ist gerade beim großen Gerät die zügige Nachbeschaffung so wichtig, ja, damit unsere eigene Einsatzbereitschaft nicht gravierend gefährdet ist. Und auch zum Beispiel aber kleineres Material, Sanitätsmaterial zum Beispiel. Auch davon hat die Bundeswehr an jeder Stelle zu wenig. Das wurde im großen Stil abgegeben. Das braucht die Ukraine. Das ist völlig klar, dass das richtig ist. Das ist nicht in Frage zu stellen. Aber das schmerzt natürlich bei der Bundeswehr dann auch, weil es fehlt. Und das könnte ich durchdeklinieren für ganz viele Bereiche. Aber ich habe es jetzt mal gerade für die drei Themen gesagt. Ja, Personal. Ich erwähne nochmal, dass die Taskforce Personal unter Leitung von General Sieger und Frau Döring 60 sehr gute Vorschläge gemacht hat, die im Zusammenwirken auch gut umgesetzt werden können von der Bundeswehr. Und da gibt es so Vorschläge wie natürlich besser werden in der Ansprache, bei der Werbung. Ich habe das hier ja auch schon öfter gesagt, es muss klar sein, worum es geht, wenn jemand sich entscheidet oder sich dafür interessiert, Soldat oder Soldatin zu werden. Da gilt es, nichts zu beschönigen, sondern klar darzustellen, worum es geht. Das ist kein Job wie jeder andere. Damit fängt es schon mal an. Dann muss die Bundeswehr viel besser werden bei der Bearbeitung von interessierten Personen. Ja, das dauert ganz oft viel zu lange, bis die jungen Leute eine Antwort bekommen. Und heutzutage haben die jungen Leute glücklicherweise viele Alternativen. Sie entscheiden sich für eine Ausbildung, für ein Studium, für was auch immer. Ja, und da ist die Bundeswehr eine Möglichkeit unter ganz vielen. Natürlich muss die Bundeswehr insgesamt attraktiver werden. Das ist auch schon mal erste Voraussetzung, wenn die Uniform da ist, wenn Material da ist, wenn genügend Personal da ist, nicht von vornherein zu einer völligen Überlastung kommt, wenn der Auftrag passt, wenn die Kasernen nicht marode sind, dann ist die Bundeswehr auch attraktiv. Und ich will vielleicht zwei Dinge noch mal hervorheben aus den Vorschlägen der Taskforce Personal, die ich sehr gut finde. Die Taskforce Personal hat vorgeschlagen, dass die Kommandeure vor Ort oder überhaupt die Verantwortlichen vor Ort in den Bataillonen mehr Mitsprachemöglichkeit bekommen. Das finde ich absolut richtig. Die kennen die jungen Leute. Und damit einhergeht auch, dass die jungen Leute mir ganz oft sagen, sie wollen gerne heimatnah verwendet werden. Ja? Sie wollen nicht aus den Alpen an Nord- oder Ostsee geschickt werden. Man denkt immer, junge Leute sind so mobil und so global aufgestellt. Nein, die wollen erstmal in der Heimat bleiben. Und darauf muss die Bundeswehr auch Rücksicht nehmen. Und ich finde es zum Beispiel auch gut, dass die Bundeswehr, wenn sie genügend Interessierte hat, nach den Vorschlägen der Taskforce Personal auch mal 130% einen Dienstposten besetzen kann. Das heißt, erstmal mehr an Bord nehmen kann. Denn wir haben ja leider die hohen Abbruchquoten, sodass wir dann auch ein bisschen mehr Personal erstmal einstellen, um dann zu schauen, wer bleibt dann wirklich da. Das würde auch helfen. Also es gibt eine ganze Reihe von guten Ideen und viele davon stehen in den Vorschlägen der Taskforce Personal. Dann machen wir weiter mit der Kollegin auf der von uns aus rechts gesehenen Seite. Genau. Emily Gordin von der Deutschen Welle. Sie haben über die sexuellen Übergriffe gesprochen. Haben Sie da auch mit Opfern gesprochen, wie sowas passieren kann? Gehen Sie da auch von der Dunkelziffer aus? Und wie können diese Menschen, wie werden die besser geschützt? Wie können die besser geschützt werden? Ja, wir befassen uns viel mit Opfern, weil die Opfer häufig diejenigen sind, die eine Eingabe dann schreiben oder auf der Basis der Aussagen der Opfer die meldepflichtigen Ereignisse dann auch zu uns kommen und von uns aufgegriffen und bearbeitet werden. Aber für uns ist ja immer wichtig, ein objektives Bild zu bekommen und nicht nur eine Seite zu hören. Das ist ja für unsere Stellungnahme auch wichtig, sodass wir natürlich gehalten sind, eventuell stattlaufende Strafverfahren abzuwarten, die Ermittlungen abzuwarten. Aber wir reden natürlich auch mit Opfern. Ich gehe davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, denn ich weiß aus Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten, dass viele sich scheuen, Vorfälle anzuzeigen, weil sie Nachteile befürchten. Deswegen ist es wichtig, Opfer zu stärken, wenn etwas vorgefallen ist, zu ermuntern und ermutigen, das auch zur Anzeige zu bringen, damit auch entsprechend gehandelt werden kann, damit ermittelt werden kann, damit es gegebenenfalls sanktioniert werden kann. Und wir haben die ganze Bandbreite, ich habe ja gesagt, 385 meldepflichtige Ereignisse, 49 Eingaben. Wir haben die ganze Bandbreite von einem blöden Witz, der gar nicht witzig ist, von einem Klima und einer Atmosphäre, die nicht gut ist und der sich Einzelne nicht wohlfühlen, Männer wie Frauen,
bis hin zu Vergewaltigung, also massiven sexuellen Übergriffen. Und es ist völlig klar, dass das in der Bundeswehr nicht stattfinden darf. Es muss ganz klar sein, dass es eine rote Linie gibt. Und deswegen appelliere ich auch an alle Verantwortlichen, da auch zu handeln, jeden Einzelfall zu ermitteln, zu sanktionieren, die Verfahren sorgfältig, aber auch zügig zu führen und viel zu investieren in Prävention. Und da sehe ich gerade die neue Vorschrift des Ministeriums als eine gute Grundlage, um noch viel stärker zu sensibilisieren, was hat nicht stattzufinden, was ist nicht witzig, was darf es nicht geben und entsprechend tätig zu werden. Und ich bin da, ich sage es mal ganz vorsichtig optimistisch, dass das Thema sexuelle Übergriffe auch stärker ins Bewusstsein von Verantwortlichen kommt und da auch entsprechend gegengesteuert wird. Ich hoffe das jedenfalls. Darf ich mal ganz kurz fragen, sind statistisch gesehen, sind die Opfer von sexuellen Übergriffen mehr Frauen oder mehr Männer? Nach den Untersuchungen, die wir vorliegen haben, sind es mehr Frauen. Und Alkohol spielt eine große Rolle. Herr Ziedler hat die nächste Frage. Frau Högel, ich wollte noch mal fragen, ob Sie uns aus Ihrer Sicht schildern können, woran es denn vor allem liegt, dass eben, wie Sie in dem Bericht schreiben, auch im zweiten Jahr der Zeitenwende eben diese substanziellen Veränderungen noch auf sich warten lassen. Sie haben ja gesagt, den politischen Willen gibt es im Prinzip, Geld gibt es vorerst auch noch mit dem Sondervermögen. Also, und bei der Produktion von Großgeräten versteht man ja auch, dass es dauert, bis die da sind. Aber es gibt ja viele andere Bereiche, sag ich mal, wo es ja offensichtlich hakt. Und da wollte ich Sie fragen, was sind die Strukturen, die verhindern, dass es schneller geht? Es ist ein Mix aus allem. Es ist in einzelnen Bereichen auch nicht genügend Geld, wenn ich damit mal anfangen darf. Es gibt in manchen Bereichen, zum Beispiel bei Digitalisierung, seit Jahren keine auskömmliche Finanzierung, weil man das offensichtlich nicht für notwendig erachtet hat. Und da hat man einen enormen Reformstau. Es gibt aber an manchen Stellen auch gar nicht mal ein finanzielles Problem. Wenn ich mal Infrastruktur nehme, da höre ich überall, das ist gar nicht ein Problem des fehlenden Geldes, der fehlenden Finanzierung, sondern wenn ich mir anschaue, dass wir einen Investitionsbedarf von rund 50 Milliarden Euro haben und alle 16 Bauverwaltungen, die für die Bundeswehr bauen, pro Jahr ungefähr 1,3 Milliarden Euro nur verbauen können, dann sehen Sie, dass das Problem im Bereich der Verfahren liegt, die zu kompliziert sind, aber auch, das ist das Problem insbesondere der Landesbauverwaltung, mangelndes Personal. Wir haben wirklich einen absoluten Mangel an Fachkräften und überhaupt auch allgemeinen Arbeitskräften, gerade im Bereich von Bauen. Wir hatten ja auch einen Bauboom. Die öffentliche Verwaltung zahlt nicht unbedingt so gut, dass es so attraktiv ist, bei der öffentlichen Verwaltung tätig zu sein. Das heißt, wir haben harte Konkurrenz auch im Bereich der Privatwirtschaft. Das heißt, die Landesbauverwaltung klagen alle darunter, dass sie nicht genügend Personal haben. Und wir haben sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle einfach noch nicht den Umschwung, den es braucht. Stichwort Zeitenwende. Ja, also den nötigen Angang, die nötige Mentalität, die nötige Einstellung, Dinge auch wirklich mit aller Kraft und allem Engagement auch entsprechend zu beschleunigen. Das ist ein Mix aus allem. Ich habe aber ja auch vorhin schon gesagt, ich bin wirklich vorsichtig optimistisch, aber ich sage es nochmal, auch optimistisch, dass die Dinge vorangehen, auch wenn es jetzt nochmal eine Zeit lang dauert. Es wird unter Hochdruck dran gearbeitet, dass Dinge auch besser werden. Das ist das Gebot der Zeit und viel Zeit haben wir dafür nicht. Das muss schnell passieren. Dann machen wir in der Liste weiter mit dem Kollegen hier vorn. Ja, Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Frau Högel, eine Frage. Der Krieg in der Ukraine wird vielleicht anders geführt, als man das zu Beginn dieses Konflikts erwartet hatte. Also zum Beispiel, was die Rolle von kleinen Drohnen angeht. Und haben Sie das Gefühl, die Lehren aus diesem Krieg werden bei der Bundeswehr systematisch gezogen und dann entsprechend auch umgesetzt, zum Beispiel was Beschaffung, Ausrüstung angeht, aber vielleicht auch andere Dinge in den internen Abläufen, damit die Soldaten dann eben so ausgestattet sind, damit wie es optimal sein müsste im Ernstfall? Ich habe den Eindruck, dass die Bundeswehr ganz genau hinschaut, wie der Krieg in der Ukraine abläuft.
Das betrifft natürlich insbesondere die militärisch Verantwortlichen, die militärische Führung, aber auch im Verteidigungsministerium, aber auch im Deutschen Bundestag sind diese Themen natürlich Gegenstand der Diskussion im Verteidigungsausschuss. Und ich selber habe das erfahren bei meinen Truppenbesuchen. Ich habe mich ja an zahlreichen Stellen mit Soldatinnen und Soldaten unterhalten, die unmittelbar die Ausbildung der ukrainischen Kräfte auch gemacht haben. Und die haben mir gesagt, sie haben sofort auch Lehren für die eigene Ausbildung daraus gezogen. Beispielsweise bei der Anwendung von Patriot oder auch bei der Bedeutung von Drohnen oder auch im Sanitätsbereich, ja, wo ja auch lange Zeit nicht davon ausgegangen wurde, dass ein Krieg so geführt wird, ja, wie er jetzt sich darstellt und auch zum Beispiel die Versorgung der Soldatinnen und Soldaten auch noch mal genau angeschaut werden muss und die Lehren daraus gezogen werden. Also ich kann Ihnen sagen, ich nehme wahr, dass die Bundeswehr Lehren daraus zieht und gerade auch die Bedeutung von Drohnen, auch die Frage, wie schnell kann man Gerät programmieren, wo liegen die Fähigkeiten im digitalen Bereich, das wird sehr sorgfältig angeschaut und für die Bundeswehr auch entsprechende Konsequenzen daraus gezogen. So nehme ich das wahr. Dann hat Herr Ratz die nächste Frage. Vielen Dank, Alexander Ratz von Reuters. Frau Högel, passt jetzt ganz gut. Ich kann Ihnen das Wort Taurus in dem Zusammenhang nicht ersparen heute. Haben Sie in irgendeiner Art und Weise eine Art Stimmungsbild, wie in der Truppe darüber gedacht wird, ob dieses sensible Gerät der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollte oder nicht? Danke. Ich berichte Ihnen, dass dieses Thema in meinen Gesprächsrunden mit den Soldatinnen und Soldaten keine Rolle spielt. Wir diskutieren nicht im Detail über Taurus, ja oder nein, weil die Soldatinnen und Soldaten ganz genau wissen, dass das nicht auf meinem Schreibtisch liegt. Ich habe aber ja eben schon erwähnt, dass unsere Soldatinnen und Soldaten der Auffassung sind, dass die Ukraine mit allem, was sie braucht, unterstützt werden müssen, muss und die Soldatinnen und Soldaten das auch als ihren Auftrag ansehen. Aber eine Taurus-Debatte führe ich wirklich in der Bundeswehr nicht, weil das eine Aufgabe ist, die in der Bundesregierung liegt, die Entscheidung und vom Deutschen Bundestag begleitet wird, aber nicht von der Wehrbeauftragten kommentiert wird. Ich habe jetzt noch drei Fragesteller auf der Liste, die eine zweite Frage haben. Herr Lehmann macht den Anfang. Stichwort Bundeswehr als Arbeitgeber. Weil Sie haben schon vor einem Jahr darüber auch viel gesprochen. Hat sich etwas zum Thema Attraktivität geändert im Vergleich zum 2022, 2021? Ich habe das eben schon mal hervorgehoben und ich will das noch mal ganz deutlich betonen. Ich begrüße es, dass das Thema Personal wirklich ganz oben auf der politischen Agenda ist. Der Minister hat, und das ist nicht irgendwie um das Thema abzuwimmeln, sondern mit großer Ernsthaftigkeit die Taskforce Personal aufgestellt und die hat 60 Maßnahmen vorgeschlagen, die jetzt in der Umsetzung sind bei der Bundeswehr. Das heißt, es ist wirklich erkannt, wie ernst das Thema Personal ist. Wenn man vor dem Hintergrund des Ernst der Lage einen Aufwuchs bei der Bundeswehr hinbekommen will, dann muss man jetzt richtig massiv reingehen und Leute anwerben und attraktiv sein. Und das ist erkannt bei allen Verantwortlichen. Und jetzt dauert es wahrscheinlich nur noch eine Zeit, bis das wirklich wirkt. Ich muss ja jetzt leider feststellen, dass die Zahl noch mal wieder zurückgegangen ist im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Aber ich nehme wahr, dass wirklich an allen Stellen versucht wird, entgegenzusteuern. Aber ganz maßgeblich ist, dass die Bundeswehr attraktiv ist, ist Vollausstattung, genügend Material, der Zustand der Kasernen, das ist ganz wichtig. Mich sprechen manchmal Eltern an, wenn ich bei einem Gelöbnis war und schildern mir, wie die Kasernen aussehen und was sie gesehen haben, in welchen Stuben die jungen Rekrutinnen und Rekruten Dienst tun. Das trägt ganz maßgeblich dazu bei, ob die Bundeswehr als attraktiv wahrgenommen wird oder nicht. Also es tut sich was, aber wir haben echt noch viel zu tun, bis wir sagen können, die Bundeswehr ist ein vollständig attraktiver Arbeitgeber. Und da muss auch noch mehr für geworben werden und mehr darüber gesprochen werden. Denn sie ist ein attraktiver Arbeitgeber. Man kann tolle Ausbildungen machen, man kann studieren und der Dienst ist auf jeden Fall erfüllend und man hat eine wunderbare Kameradschaft. Also ich kann nur empfehlen, zur Bundeswehr zu gehen. Aber das müssen wir noch mehr bewerben und noch deutlicher machen. Soweit die Pressekonferenz und über den neuen Wehrbericht und auch aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg spreche ich jetzt mit Frank Umbach. Er ist Sicherheitsexperte und Forschungsleiter des Europäischen Clusters für Klima, Energie und Ressourcensicherheit der Uni Bonn. Guten Tag. Ja, guten Tag, Frau Frohwig.
Wir haben es gerade gehört, es gibt immer noch sehr große Probleme, vor allem bei der Infrastruktur, aber auch bei der Materialbeschaffung, obwohl es das 100 Milliarden Euro Sondervermögen gibt. Ist das aus Ihrer Sicht schlüssig begründet, dass es immer noch nicht reicht? Nein, es ist nicht schlüssig begründet. Also zum einen müssen wir sehen, dass wir nach wie vor diese Beschaffungsprozesse viel zu lang, viel zu bürokratisch dauern. Wir sind immer noch in einem tiefsten Friedensprozess und haben da noch nicht wirklich realisiert, dass hier in Europa mitten ein Krieg tobt. Und der Verteidigungsminister hat ja selbst immer wieder darauf hingewiesen, dass wir kriegstüchtig werden müssen. Und wir haben nur eine Zeitspanne von 5 bis 8 Jahren. Ich bin selbst kürzlich auf 2 NATO-Konferenzen gewesen. Und da ist auch nochmal ganz klar gemacht worden, dass in einigen, aus der Sicht anderer, auch NATO-Staaten, mögen wir vielleicht nicht mehr 5 Jahre haben. Und der Verteidigungsminister hat ja selbst immer wieder, auch zuletzt, seine Unzufriedenheit dargelegt. Und da kommen wir zu langsam voran. Aber es gibt eben in dem Bereich auch noch andere Themen, Stichwort Gesamtverteidigung des Staates. Da gehören auch Themen wie Zivilschutz hinein, Themen wie der Schutz kritischer Infrastrukturen. Da soll Ende März ein Gesamtverteidigungsplan vorgelegt werden. Und da muss man eben dann auch wiederum feststellen, dass wir da nur viel zu langsam vorankommen. Bisher ist auch kein Geld dafür da. Und es sind mehr als 2 Jahre dieses Krieges vergangen. Und wir sind immer noch nicht wirklich in der Lage, auch die Bundeswehr mit ausreichend Munition auszustatten. Das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres sich langsam verbessern. Sie sprechen es an. Deutschland muss gerüstet sein für die Landes- und auch Bündnisverteidigung. Da ist heute die Rede von 300 Milliarden Euro, die dafür nötig seien. Liegt es denn wirklich nur am Geld oder gibt es auch tiefer liegende strukturelle Probleme? Stichwort neue Funkgeräte, die man dann teils gar nicht nutzen kann. Natürlich gibt es strukturelle Probleme, auf die ich ja zum Beispiel eben hingewiesen habe, wenn es um das Thema Beschaffungsprozesse beispielsweise geht. Aber diese Zahl von 300 ist auch nicht wirklich neu. Die debattieren wir auch aus Sicht von Bundeswehrexperten seit mehr als einem Jahr. Und wenn Sie die anderen Themen, die ich gerade angesprochen habe, Zivilschutz, schutzkritischer Infrastrukturen mit hinzunehmen, dann ist ja der Plan von Verteidigungsminister Pistorius, dass das, was da dann investiert werden soll, wo bisher kein Geld bewilligt wurde, auch für die 2% des NATO-Zieles angerechnet werden, was dann faktisch bedeuten würde, das reicht dann noch weniger für die Bundeswehr. Und das zeigt auch, dass dieses 2%-Ziel völlig unzureichend ist. Intern wird in der NATO mindestens, oder sagen nicht mindestens, aber zumindest 3-4% gesprochen. Und da muss man sich erinnern, zu Zeiten Willy Brandts in der Hochphase der Entspannungspolitik haben wir tatsächlich damals auch mehr als 4% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben. Mhm, da kommen also noch hohe Kosten auf Deutschland zu. Wir schauen jetzt nach Russland. In der Nacht gab es nach Angaben russischer Behörden dutzende Drohnenangriffe. Die haben unter anderem eine Kraftstoff- und Energieversorgungsanlage getroffen, aber auch eine Raffinerie. Wie stark treffen Russland diese Angriffe? Nun, vom Militärischen auf den ersten Blick sind sie nicht von sehr großer Bedeutung. Sie werden nicht das Kriegsgeschehen natürlich verändern. Aber psychologisch ist das natürlich ganz, ganz wichtig, weil damit auch die russische Bevölkerung eben merkt, dass dieser Krieg eben nicht fern ist und sie jederzeit auch treffen kann, sogar in St. Petersburg oder in Moskau. Und das ist etwas, was dann wiederum die interne Kritik auch in Teilen der Bevölkerung durchaus stärken kann, auch wenn diese Kritik nicht geäußert werden kann. Wir haben das vor kurzem bei der Beerdigung von Nawalny gesehen, dass obwohl die Menschen wussten, dass sie verhaftet werden, sie dementsprechend trotzdem dorthin gegangen sind. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, die Ziele waren zum Teil sehr weit entfernt. Diese getroffene Raffinerie liegt 800 Kilometer entfernt. Ist das eine neue Dimension der Angriffe?
Nein, wir haben bisher ja schon Anschläge gesehen in St. Petersburg, auch in Moskau und im weiteren Hinterland. Das ist teilweise durch Spezialtruppen erfolgt, denn in der Vergangenheit war es keineswegs so, dass die Ukraine so weitreichende Drohnen hat. Es gibt aber Hinweise, dass die Ukraine inzwischen auch Drohnen hat, die über hunderte von Kilometern in das russische Hinterland fliegen können und dort entsprechend dann auch Schäden in der kritischen Infrastruktur, in der Rüstungsindustrie, in der Energieindustrie anrichten können. Und das kann durchaus dann eben zu Produktionsausfällen entsprechend führen und zeigt, wie gesagt, der russischen Bevölkerung, dass Russland sich im Krieg befindet. Und da ist dann die Hoffnung, dass doch der Widerstand über die Zeitachse doch zunimmt. Dann gibt es außerdem noch Berichte über Sabotagetrupps und Putin-Gegner, die russische Orte nahe der ukrainischen Grenze angegriffen hätten. Was ist darüber bekannt und wie ist das einzuordnen? Die Truppen sagen zum Teil selbst, sie seien von der Ukraine bewaffnet worden. Die Ukraine sagt, die Einheiten handelten autonom. Was ist darüber bekannt? Auch das haben wir bereits im letzten Jahr schon erlebt, dass pro-ukrainische Freiwilligenverbände auf Seiten der Ukraine kämpfen. Sie sind sicherlich von Seiten der Ukraine auch mit Waffen ausgestattet worden, aber sie operieren teilweise auf russischem Boden dann wirklich in der Tat autonom. Das hat zum Teil auch Geheimhaltungsgründe, aber eine gewisse Koordination darf man sicherlich voraussetzen. Aber sie legen selbst auch sehr viel Wert darauf, dass sie im Hinterland Verwirrung stiften, Anschläge eben auch auf kritische Infrastrukturen, auf Militäreinrichtungen entsprechend ausüben. Und das haben wir übrigens nicht nur in der Ukraine gesehen, sondern wir haben das in den ersten Monaten des Krieges zum Beispiel auch auf dem Boden von Weißrussland, also Belarus, gesehen, wo es solche Verbände gibt. Oder es gibt Widerstände aus der Bevölkerung, die beispielsweise Eisenbahnschienen demontieren, um so die Versorgung über Eisenbahnverbindungen und Kapazitäten an die Front entsprechend zu stören. Vielen Dank für diese Einschätzung, Frank Umbach. Bitte schön. Ja, und mögliche Taurus-Lieferungen an die Ukraine bleiben auch ein innenpolitisches Streitthema. Die Union fordert sie, große Teile der Grünen und FDP sind auch dafür. Der Kanzler hingegen lehnt sie weiterhin ab. Und auch ein Ringtausch.